Das ist ein ganz normaler Bürocontainer. Davor steht ein Fahrrad, ein Pedelec mit Strom betrieben. Die beiden gehören zusammen und das kann man hier sehen, wenn man mal in den Container reinguckt. Der Axel Kellermann kann erklären, was wird denn hier gebaut? Ja, wir befinden uns hier gerade in der Bauphase für unseren Fahrrad, für unsere Fahrradladestation. Hier sehen Sie gerade, wie die Zwischenwände eingezogen werden mit Sandwichplatten. Das Ganze soll dann hinterher so aussehen, also 6 Kabinen mit 5 Zwischenwänden. Vorne werden Türen platziert und zum Einstieg noch eine Rampe. Und das Ganze wird auch elektronisch, damit es sicher ist, über ein Bedienungselement kann es bedient werden. Es soll vor allem aber nicht nur sicher stehen, das Fahrrad da drin, es soll auch laden, ne? Es soll auch laden, genau. Also es wird auch noch eine Solaranlage auf dem Dach platziert, sodass auch Pedelecs innerhalb der Kabinen sicher stehen und auch geladen werden können. Und das hier ist die Steuerzentrale, da wird der Strom drin geschaltet, aber das Ganze wird auch von einem kleinen Computer gesteuert, Thomas Rinke. Den kleinen Computer habe ich hier in der Hand in Form eines Raspberry Pi, kombiniert mit einem Touchpanel. Vielleicht zeigen wir mal andersrum, da sieht man den ganzen Computer, das ist eine ganz kleine Einheit, sehr simpel alles aufgebaut, ne? Ja. Hier haben wir einmal diese Bedieneinheit, die soll nachher an unseren Fahrradladestationen montiert werden. Der Bediener kommt zur Station selber, will sein Fahrrad dort einlagern, würde hier einen Taster drücken, bekommt einen Dialog, wo er seine Mobilfunknummer eingeben kann. Es gibt ja schon einen kleinen Prototypen, da laufen wir rum, da stehen wir im Prinzip davor, der hier gebaut ist. So würde das dann in etwa aussehen. Ja, auch hier haben wir ein Display, wo wir eine Telefonnummer eingeben können. Das System sendet über SMS einen PIN-Code. Diese Kombination aus beiden ermöglicht, dass eine der 6 Türen von einer freien Kabine geöffnet wird. Ich kann mein Fahrrad dort einstellen und nachdem ich die Tür verschlossen habe, ist es dort sicher aufbewahrt. Sicher und vandalismussicher auch, dass niemand das Rad geklaut wird. Alles in einem.